Hallo Freunde der leichten Unterhaltung und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Jagged Alliance 3. Ich bin der Meinung, die siebte Aufnahme. Hallo, Herr Happy. Einen wunderschönen guten Tag und ja, es ist Aufnahme Nummer 7, also Folge 7 ist es. Folge 7, genau, Folge ja. 7, ja. In Folge 6 hatten wir die Stadt Erni verteidigt mit Hilfe des MG42, das wir uns aus dem Bunker geholt haben. Und zwar von Leuten, die hier aus H4 kamen. Und da wollen wir bald hin, aber zuerst wollen wir Ja, wir. Richtung I3 gehen, weil Hermann ist ja verschwunden, der Mann von Martha aus der Stadt Erni. Und den wollen wir mal in I3 suchen. Didi ist da, Ja? glaube ich, auch, ne? Ich glaube, das ist die Sprengstoffexpertin für die Legion. Ich Stimmt, glaube, die soll die dort auch sein, Verrückte. ja. Ja, Genau. genau. Da müssen wir dann gucken. Angeblich meint Martha ja, dass Hermann ein Verhältnis mit ihr hat, ne? Genau. Mit dieser Sprengstoff, Verrückten. Gut, aber bis wir dahin gehen können, müssen wir erstmal kurz noch Milizen ausbilden und unsere Verletzung behandeln. Das machen wir mal nebenbei so. Jo. If you need me, Milizen I sind will be reading a ausgebildet. book. Jetzt machen wir hier noch Verletzung behandeln. Dann würde ich sagen, verlängern wir auch gleich unsere Söldnerverträge. Weil Geld haben Good wir. thing I brought my book of fairy tales with me. Ja, können wir. Und dann machen wir uns auf den Weg Richtung I3. Weil die laufen erst in 3 Tagen aus. Wir können noch ein bisschen warten, ja. Ja, aber dann haben wir sie noch länger. Well, that's done. Ready Theoretisch können and wir auch versuchen, available. sie dann auf. Guck mal, wir haben 37.000. Können sie theoretisch auch gleich 14 Tage nehmen, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, ich mache das mal. Also, unsere Söldner auf Söldnerinfo und dann. Oh. Schöner wäre, wenn wir auf die Datenbank gehen. Ich könnte jetzt Aim Gold kaufen, das machen wir noch nicht. Das lohnt sich noch nicht. Damit können wir dann hier Elite und Legendäre freischalten. Wollen wir nicht. Wir wollen unsere hier verlängern. Einmal Grizzly. Yeah, about this Guck mal, wenn ich den contract. auf 14 Tage verlängere, Well, are macht we er renewing or what's 5000. the deal? Können wir uns doch Ja. noch nicht leisten, ne? Also lieber nur 7, obwohl das billiger ist. Es ist billiger als 7 Tage. Mach doch 10 Tage. Mach doch so ein Mittelding. Und 10 Tage sind es 4000. Genau, und dann für alle und dann ist gut. Mal gucken. Okay. Zack. Grizzly verlängert. Dann I just Kalina. remembered when the last full moon was. Die kostet 6000. This means. Auch verlängert. Noch haben wir Geld. I'm a Und busy dann girl, and there Fox. are a lot of Die people who'd like to kostet get serviced by me. 4700 und ein I'm paar glad to know Zerhackte. you. Lifefire. Hello, you know, the Die ist sweet günstig. kid on Sunset. 4620. I'm truly. Und Blatt wird jetzt teuer, glaube ich. Jetzt kommt der teure, Sorry to ja. say it, man, Ne, but geht. my time here is almost 6470. up. Ja, das läuft dann doch. Oh, hätten wir uns doch Now I leisten can können, get vielleicht die back to 14 work. Tage. Aber egal, jetzt haben wir uns erstmal 10 Tage geleistet. Alles gut. Jetzt haben wir wieder alle für 10 Tage. Brauchen wir nicht großartig weinen. Und dann gehen wir zuerst zu H3 und dann Also zu lass uns, I3. genau, lass uns H3 nochmal schauen, weil das hat den Sektor hatten wir ja schon erobert, nicht, dass da wieder Feinde sind. Ich hoffe nicht. Journey is done. So, Nö, wir ist sind nicht. da. I'm ready for the next quest. Nichts da, ne? Also können wir eigentlich theoretisch gleich zu I3 weitergehen, richtig? Genau. Ja, dann mal los. Mal gucken, ob wir Hermann finden. Ring. Wir mal Und rein, ne? dann Taktikansicht. Dann gehen wir mal rein. In die Smaragdküste. Genau, wir sind jetzt nicht. Na, da gibt es Minen. Guck mal. Ja, ich weiß, wir sind jetzt nicht direkt im Angriff so gesehen, dass wir die Leute einsetzen, weil hier eben ein Event stattfindet. Oh, ich sehe schon. Hermann soll tanzen. Tanz, Hermann, tanz. What? Der stand auf einer Mine, habe ich das richtig gesehen? Ich glaube ja. Ähm, Er steht auf einer Mine, ja. was gibt's denn hier unten? Hier unten. Oh, hier unten You gibt's got it. Notizen. Da gehe ich mal zuerst Now hin. that looks like something we could use. Oder waren Kräuter? Let's Moment. grab what we can. Eben diesen Kräuter. Oh ja, ich sehe. Oh, Medikamente für uns. Stabgranaten. Und ich habe Schwarzpulver. Schwarzpulver für Sprengstoff, und Stabgranaten. Das gebe ich dann beides mal Onkel Latte, ne? Ja, würde ich sagen. So, hat er gemacht. Was haben wir hier? Ein Auto? Umgekippt ist. Ja, da war eine Info drin, dass er beim Autofahren nicht mit Granaten hantieren soll. Ja, aber da wir brauchen Technikcheck. Ja, warte, ich komme. Geht hier?
musst du mit Livefeuer machen, glaube ich. Ja, damit 10 Bauteile rausbekommen. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay, da unten geht's nicht weiter. Wer hat denn den größten Sprengstoffwert bei uns? Ich glaube, Blatt. Blatt hat auch die beste Rüstung. Hier ist noch ein Rucksack, den plündere ich mal. Du meinst jetzt wegen den ganzen Minen hier zum Deaktivieren? Genau. Ich habe hier noch Granaten gefunden, eine 9mm Munition, einen Stahlhelm, einen leichten Helm, sorry, und eine MP40. Die schmeiße ich mal Sektorinventar, die können wir nachher schauen. Ja, das denke ich auch. Okay, Achtung, Minen, ja. Ja, sehr schön. Also die, oder die wir jetzt sehen, weißt du was, ich gehe mal andersrum. Okay. Ich gehe mal andersrum und guck mal, also das sind ja schon mal am Meer Minen hier, dass ich die Leute hier, die hier diesen Berman drohen, die müssen wir ja wahrscheinlich flachlegen, oder? Da gehe ich stark von aus, ja. Meinst du, die hauen so ab? I shall not make a noise. Es ist die Frage, ob du von da aus rüber gehst, weil das ist ja alles voller Minen wahrscheinlich. Da gehe ich auch stark von aus, ja. Oh, guck mal, hier oben, da ist die Bombastik, alles klar, okay. Da ist noch so ein Häuschen. Ah, das habe ich noch gar nicht gesehen, guck mal. Hier habe ich noch Medizin. So, da kann einer hin. Überlege ich auch gerade, wie ich die mir hier positioniere. Okay. Also die werden ja nicht als feindlich angezeigt. Ich versuche dann mal bei dir rumzulaufen, dass ich Hermann mal ansprechen kann. Weil ich habe so ein bisschen Angst, genau, dass die uns gleich attackieren werden. Genau, deswegen habe ich mich jetzt hier so positioniert, dass ich auf jeden Fall welche da wegnudeln kann. Aber let's see. Das geht automatisch los. Okay, Entschuldigung. Ja, macht ja nichts. Tanz wie ein schwangeres Warzenschwein. Ah ja. I don't understand. I told you what you wanted to know. Yes, you ratted out your friend. Well done. Now I want you to dance in a minefield. If you survive, you get paid. Keep your money. Just let me go. Oh, sweet Jesus. Oh, jetzt ist er erst auf eine getreten. Okay. Was sagen wir denn? Lass ihn gehen, verschwinde oder stirb? Ich bin für... Lass ihn gehen. Get the crap, but what? Let him go. Who are you? No, don't tell me. I don't care. Ja, okay, es war klar. Egal, was wir da ausgewählt hätten, die hätten uns immer angegriffen wahrscheinlich. Okay. Dann machen wir halt ein kleines Tänzchen hier. Oh, dürfen die jetzt schon schießen? Nee, Positionswechsel stand da nur. Okay, dann muss ich da weg. Ja, du könntest da aber auch eine Granate hinschmeißen. Das stimmt. Ich nehme mal die hier vorne. Sehr schön. Du könntest jetzt dann die Granate wahrscheinlich zu den anderen schmeißen. Lass mich mal die vorderen erst versuchen. Oder so. Ja, oder so. Ja, ich hatte schon geklickt, als du gesagt hattest. Ja. Na gut. Oh, was hat er denn jetzt gemacht? Nein! Nein, Adrian. Was passiert? Weiß ich noch nicht. So. Hopp. Boah. Oh. Also, sie hat das echt gut gemacht. Aber ich find's ganz schön eklig. Hat er den Kopf verloren? Ja. Er war ein bisschen kopflos. Okay, den habe ich jetzt nicht komplett gekriegt. Dann legst du dich mal hin. So. Also die Schergen sind auf jeden Fall schon mal schwer verletzt da, wo du die Granate hingeworfen hast. Einer ist tot. Ja, sehr gut. Ich bin mit meinen Punkten durch. Ich auch. What is happening? Das ist ziemlich... Von da aus zu schießen ist richtig dumm. Mein Bester. Aber gut. Die wollen auch zu dir, okay. Jo, war ja klar. Den linken hole ich mir gleich, ne? Also von mir aus gesehen links. Also den rechten von... Der jetzt geschossen hat, den holst du dir, ne? Ja, genau, alles gut. Okay. Dann, versuche ich mir die hier mal zu holen.
wenn er schießen könnte. Oh Gott, meiner hat auch vorbeigeschossen. Ganz gewaltig. This should do it. Okay, den könnte ich nur auf die Arme schießen und den anderen. Der war gut. So, der war richtig gut. Weg. You have a good shot. Ah, ich krieg mit... Okay. Dann, gehst du hier hin. Legst dich hin. Komm. Ich bin leg durch. Dich hin. Ja, ich noch nicht. Und schieß ihn auf den Kopf. Okay, triffst den anderen, ist auch okay. Du müsstest dich eigentlich verbinden, aber du kannst ihn jetzt hier auch mal anschießen. Sehr gut. Ist noch einer übrig, ne? Ich hab keine APs mehr. Ja, okay, dann müssen wir das jetzt drauf ankommen lassen. Oh, ha, klar. Oh. Dann versuche ich mir mal mit dem hier zu nehmen und dann gleich zu verbinden. Ja, sehr gut. Ja. Jetzt muss ich erstmal verbinden hier. Vor allem Fox muss ich selber verbinden. Kalina geht gar nicht. So, jetzt haben wir hier aber das Problem, dass hier ja alles voller Minen ist, ne? Und die, die wir sehen, sind bestimmt nicht die, die da liegen. Da sind bestimmt noch mehr. Wir haben jetzt ja einen Speicherpunkt, ne? Ich werde jetzt einfach mal versuchen, mit Grizzly, der den höchsten Sprengstoffwert unserer Jungs, da durchzulaufen. Jungs und Mädels, Verzeihung. Ja, bräuchten wir nicht aber auch einen, der eine hohe Weisheit hat? Ja, aber Grizzly hat auch 72. Ja, okay, dann wäre... Minenentdeckung erfolgt über Sprengstoffskill. Ah, okay. Nur über Sprengstoffskill. Ich meine ja. Okay. Naja, denn. Ready. Kalina hier. Ich glaube, meine Jungs haben alle, oder Mädels, haben alle keinen Sprengstoffskill, ne? Großartig. Okay, also er hat die Mine unter ihm entdeckt. Bin bei ihm. Ich spreche ihn mal an, ne? Ja, mach das mal. Understood. What in Himmel, how do I get myself into this? Okay, er möchte gerne, dass wir die Mine entschärfen. Wie unverständlich. Wie unverständlich, ne? Wie unerwartet, ja. Ich habe hier eine Hose gefunden, die habe ich mal mitgenommen. Und zum Entschärfen brauchst du auf jeden Fall Skill, ne? Ja, ich versuche mein Glück mal. Ja, mach mal. Das könnte böse werden. Leg dich mal hin. Ich glaube, im Liegen kriegst du weniger Schaden, falls du es verkackst. Jemand, der mit Sprengstoff umgehen kann, kann sie vielleicht entschärfen, die Mine, auf der Hermann steht. Ja, ich versuch's mal. Okay. Oh, waren aber nur 11 Punkte. Ich wollte gerade sagen, für dich ging das ja. Ich würde dich verbinden, aber ich traue mich nicht da rein. Da sind bestimmt noch mehr Minen. Ja, alles gut. Ich spreche erstmal mit ihm, ne? Ich bin ja sowieso gerade hier. Ja, mach mal. I don't know who you are, but I owe you my life. Ja, das tust du. Now I got to go home. My wife Martha will be upset. I'll never hear the end of it. They came into the village, taking what they please. Ein Hai auf sie geschossen. Sie fingen an, Leute mit Gewalt zum Reden zu bringen. Okay. Er hat den Hai verraten, ja. Na, Idiot. How could I know they'd shoot him? Then they brought me here, and I thought I was a goner. Ja, du wärst doch beinahe gestorben. Erzähl mal mehr, ne? Würde ich sagen. Unbedingt. But I really should be getting back to nach Hause, ja. My wife. Du Martha. Aber was ist denn mit Didi? Das musst du uns erst verraten. There is an evil sorceress named Didi who lives near here. What about her? Oh no! Don't tell me my wife is all worked up about that wacko again. She gave me a kiss one time when I had to borrow something from the store, and Martha won't ever let me forget it. But it was nothing. I would never get anywhere near her blast radius if you follow me. Oh, alles klar. Explosionsradius, das heißt, die da oben ist wahrscheinlich auch mit Minen eingedeckt. Ich glaube, er meinte das im übertragenen Sinne. Bist du dir sicher? Mal wir tschüss, gucken. Herman, ne? Ja, tschüss mal. Everyone in town get the wrong idea. And we totally shouldn't mention Didi as well. What? For the last time, I have nothing to do with her. Oh Gott, what have I gotten myself into?
Okay. Sollen wir Didi gleich noch besuchen? Ich meine, unbedingt. Was kann uns passieren, außer dass unsere Leute sterben auf Minen und Co.? Ja, ich gehe jetzt mit. Ja, jetzt müssen wir erstmal entscheiden, ob wir nichts sagen oder ob wir. Ja, ich weiß nicht, dass ihr umsonst arbeitet. Ich belohne euch, wenn ihr wieder im Laden seid. Ich gebe euch alles, was ich habe. Bewahrt bitte das Geheimnis für mich. Würde sagen, wir sagen erstmal nichts. Vielleicht können wir jemanden noch verraten. Ja, mal gucken. Weil er ist eigentlich auch ein Verräter, ne? Er hat Tinhai verpetzt. Ja, und das hat er. Na, gucken wir mal. Er gibt uns alles, was er hat. Naja, schauen wir mal. Auf demselben Weg wieder raus aus dem Minenfeld, ne? Ja. Ich bin ja. Muss ich den. Ja, ich muss dich eh verbinden, dann komm mal einmal her. Die Frage ist: Da oben ist die Bombastik und ich sehe hier auch so im Fußboden so dunkle Flecken. Ich fürchte, da sind auch noch Minen auf dem Weg dahin. Meinst du nicht? Krater meinst du hier, ja, okay. Ja. Das heißt, der Grizzly geht vor? Ja, würde ich sagen. Yes, let's get moving. Und wir bleiben alle hinter dir dann? Oder nur Grizzly geht da hoch? Let's go for a walk. Zu Didi. Ich weiß ja nicht, was Didi macht. We're on it. Er findet nichts. Okay, ich will trotzdem nicht da hoch zu Didi. Oh, warte. Nee. Weiß nicht. So, sprich mal mit ihr, oder was? Oder was? Ja, ich hole erstmal meine Jungs da. Meine Mädels. Na gut, dann hole ich meine auch noch. Du sagst, da ist nichts. Da explodiert doch was. Ich gehe da nicht mit allen rein. Ich bleib mal hier. Siehst du? Ja, ich bin ja draußen gewesen. Okay, hier sind Bauteile, die hole ich mal. Hier sind auch hier sind auch Teile. Dann quatsch die mal an. Hey, warte, lass mich erstmal rausgehen. Du musst sie anquatschen. Ach so, ich gehe mit Poeta rein und hol mal noch den Rest, bevor ich sie anquatsch. Du bist doch der Anführer, ja. Genau. Dann läuft er wieder raus. Ja, ich habe Angst. Ich habe hier eine Peacemaker gefunden. Ja, verschrotten. Gleich verschrotten, sagst du? Ja, Schundkram brauchen wir nicht. Was? Oh, das war. Oh! Alt. Das war. Da war ein Dings drin, ein Röhrchen. So, dann rede ich mit ihr jetzt. Wir sie sprengen mich in die Luft. It worked. Oh, hi, I'm Didi Bombastik. Guck mal, wie alt ist die? Das ist ja geil. I just sort of blew up the last batch, but I can make some more. Uh-huh. Geht es dir gut? Oh, don't worry about me. Explosions are common around here. I put a blast shield under the workbench and I've gotten really good at vaulting over it. Aha. Die hat ihr öfter zu passieren. Sie hat übrigens guck mal, sie hat Fahrzeugkennzeichen als Panzerschutz an. Ja, ist mir auch schon. Ich frag mal erstmal, sie erzählt erstmal weiter, oder? Du quatschst. I just set the timer. I'm joking. I don't even use timers. Sprengstoff ist so lustig. Explosives are so much fun. Warum eigentlich Sprengkörper? Well, it started as a hobby. There's a bunch of old war stuff all along the coast. Ja, ist ein Hobby. Artillery shells, mortar rounds. I used to play real life. Die hat mit ihren Freunden also Minensucher gespielt. Pass auf. Out of friends. Ja, bis sie die Freunde ausgehen. That's what they call me. Well, at least that's what I call myself. That grumpy old guy Basil calls me a bunch of other names, but half of them I don't even understand. What does whack job mean anyway? At least those Legion boys respect my work. They are very careful and polite around my workshop, and they bring me useful parts for explosives. Okay, sie arbeitet also für die Legion. And I do not mean to judge. I think you should consider looking for better clientele. Das glaube ich auch, Livewire. Hör auf, der Legion zu helfen? Ja. Oder was hältst du von Basil erstmal? Ich würde. Ja, dann erst Basil. He's not a bad person. He just doesn't see things my way. He likes putting things together. I like blowing them up. Na, okay. So, jetzt hör auf, der Legion zu helfen. But they are nice. They bring me parts to make boom toys. To make boom toys. Just like all men do. They keep the best parts for themselves. However, they don't allow me to go near their fort, which is full of wonderful stuff. Uh-huh. If you can convince them to let me inside, I'll have enough parts to make boom toys just for myself.
You bet. Pinky promise. Okay, wir haben 5 Loyalität dazu gewonnen von Ernie. Ja. Wollen wir sie noch weiter fragen hier? Was weißt du eigentlich über LaFontaine? President Du? Sorry, no idea. Okay, sie kennt ihn nicht mal. I hope I haven't blown him up or something. People are so careless in minefields, as if they don't have one at home. Die hat's richtig an einer Klatsche. Ich glaube, die hat ein bisschen zu oft. Ich scherz mal. A sapper walks into a mine. Boom! The mine is disarmed. So is the sapper. Get it? Okay. Zurück. Verkaufst du Sprengkörper? Yeah, but I'm low on supplies. Bring me parts, so I can create some boom toys. I can make the boring types, but also ist schon mal gut, ne? Wenn wir ihr Teile bringen, baut sie uns neue Knaller. I will gather up all the parts on the island. Ja, wo finden wir die? Have you tried the rust? That bunker is da waren wir schon. Useful stuff, ja. Just waiting to be conjured into beautiful explosions. Das heißt, wir haben schon ein paar Teile. Oh ne, neue Infos für The Rust. Wait, I'll draw you a map. Okay, los, stell uns welche her. Ja, wir haben ja noch gar keine Teile, ne? Okay. Oh, 4 Stabgranaten, 2 Blendgranaten, 1 roter Draht. Wow. Du? Ja, dann tschüss, ne? Ja, danke, tschüss. Boom, boom, bastic day. Ja, du auch, krankes, wirklich sehr krankes Männchen. Mädchen. Dann lass uns mal ins Inventar gehen. Ich glaube, gelootet hatten wir alles, ne? Ich glaube auch. Wir gehen mal in die Satelliteansicht. Schwing! Und dann auf unser Inventar. Da ist noch eine MP40. Ich habe noch eine MP40 in der Tasche. Ich habe der rote Draht, verbessert Sprengstoff. Das wäre was für Grizzly oder Blood, ne? Packe ich auch mal hier rein. Ja, ich würde jetzt tatsächlich so, Blatt hat noch 3 Granaten, Grizzly hat noch 2. Ich gebe dem eine Stabgranate oder auch nicht. Du kannst ihm auch 4 Stabgranaten geben. Wer hat denn bei dir den nächsten Sprengstoff? Du brauchst ja auch ein paar Granaten. 10? 10, Kalinja. 8 das, ja. Und 0, alles klar. Ja, weiß Bescheid, ne? Also ich kann Kalinja Blendgranaten lieber geben. Ja, ich glaube, es ist besser. Dann verteile ich die Granaten auf meine beiden hier. Was ist denn mit dem Red Wire? Wer liest denn das? Ist das Sprengstoff? Ja. Verbessert Sprengstoff. Dann gibt es Grizzly, dann machen wir den, jetzt pushen wir den ein bisschen hoch, sodass der vielleicht an die 50 rankommt. Okay, und was mit den Mörsern? Mörser-Gasgeschosse? Lassen wir erstmal hier liegen, oder? Nee, die packen wir, die kannst du ins Sektorinventar packen, weil es Munition ist. Hier in die Truppvorräte. Ah, das ist Munition tatsächlich. Das ist Munition, ja genau. Was machen wir mit unseren Maschinenpistolen? Brauchen wir die? 86er würde ich tatsächlich verschrotten, die 100er, ja, lass liegen. Vielleicht brauchen wir sie doch irgendwann. Aber hier liegen lassen, ne? In dem Sektor. Ja, genau. Du hast mit Kalina einen Stufenaufstieg. Das heißt, sie ist jetzt von Stufe X auf Stufe Y aufgestiegen. Das heißt, du darfst ein neues Perk für sie auswählen. Das mache ich doch glatt mal. Dazu muss ich aber raus aus dem Gegenstandsmenü. Das stimmt. So, Söldner-Info. Levelaufstieg. Söldner erhalten bei jedem Stufenaufstieg einen neuen Vorteil. Hohe Werte, zum Beispiel bei Gesundheit oder Kraft, entscheiden darüber, welche Vorteile ein Charakter zur Verfügung stehen und so weiter. Ich kann nur Beweglichkeit was machen, weil genau, der ist ja noch nicht so gut. Der Hintergrund ist der, du musst eine gewisse Stufe überschreiten, das siehst du ja oben, die Werte 70, 80, 90, bevor du dieses Perk überhaupt freischalten kannst. Und dann entscheidet eben das Level des Charakters, wie viele Perks man jeweils nutzen kann. Das heißt, wenn sie jetzt Stufe 3 werden würde und du hättest immer noch nicht die 80 Beweglichkeit erreicht, müsstest du wieder entweder aus dem Bereich oder halt aus einem der anderen auswählen, die erfüllt sind. Genau, das heißt, wir müssen irgendwann mal trainieren, dass sie mehr Gesundheit hat und mehr Beweglichkeit, beziehungsweise auch mehr Geschicklichkeit. Also alles, dass man hier so freischalten kann, dass man da ein bisschen mehr machen kann. Ne? Hier ist draufhauen und abhauen. Gratisbewegung, nachdem du einen Nahkampfangriff ausgeführt hast, würde ich tatsächlich nicht nehmen wollen. Dann habe ich Flankierer, verursache 15% mehr Schaden gegen Feinde mit Status flankiert. Oder... Okay. Eine Gratisbewegung, wenn eine leichte oder keine Rüstung getragen wird. Da Kalina unsere Fernkämpferin ist und auch bleiben wird, denke ich, weil die hat schon eine Treffsicherheit von 80, wird sie auch nie eine schwere Rüstung bekommen. Oder müssen wir dann dran denken? Deswegen würde ich den Sprinter tatsächlich wählen. Ja, ne? Und dann würde ich gucken, dass wir Geschicklichkeit bei ihr mal hochkloppen. Denn dort haben wir dann Meisterschütze mit kritischer Chance und
Ja, geht noch ein bisschen weiter. Also sie braucht nachher Geschicklichkeit auf 90. Genau, die Geschicklichkeit steht ja jetzt bei 65 und von daher ist es gar nicht mehr so weit hin, der Weg. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, oh, was haben wir denn hier noch in H3 liegen lassen? Ach, zwei Gewehre noch. Ja, die beiden schlechten Gewehre, ja. Ja, alles gut. Dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein paar Spielekommentare und wenn ihr wollt, natürlich auch ein Abo. In der nächsten Runde werden wir uns, glaube ich, die H4, die Hornissen, schnappen. Denn dort lauert Pierre zum einen, der hoffentlich noch Informationen über den Major hat. Und es ist der Außenposten, in dem wir ganz viele Materialien finden, glaube ich, ne? Also kann ich mir vorstellen. Ja, es ist zumindest der Außenposten, der das Dorf Ernie bedroht. Und da wir Ernie und Bert endlich in Frieden leben sollen, werden wir diesen Außenposten in der nächsten Folge angreifen und versuchen einzunehmen. Das denke ich auch. Und dann gehen wir nämlich zurück zu Ernie und holen uns Belohnung ab. Einmal, dass Herman wieder zurück ist und hoffentlich auch, dass wir die ganze Insel befreit haben, Ernie Island. Also Leute, bis dahin, haut rein! Ja, tschüss!